Mein Name ist Sandra Wachter, ich bin Juristin und Forscherin für Datenethik an der Universität von Oxford, am Oxford Internet Institute, und ich arbeite auch am Alan Turing Institute in London und beschäftige mich ganz grundsätzlich mit den Fragen von künstlicher Intelligenz und Robotern und der Frage, welche ethischen und rechtlichen Herausforderungen diese neuen Technologien für unsere Gesellschaft bringen. Im Generellen muss man darüber nachdenken, dass Algorithmen ganz großes Potenzial haben für unsere Gesellschaft, weil sie in vielen Dingen besser sind als Menschen, zum Beispiel im Gesundheitsbereich, sind besser darin, zum Beispiel Krebs zu diagnostizieren. Daher sieht man, dass das ein großes Potenzial darin liegt. Auf der anderen Seite ist auch ganz klar, dass Algorithmen von Natur aus sehr schwer zu verstehen sind, sehr komplex sind. Und wir daher ein bisschen eine Schwierigkeit haben, diese Systeme verantwortlich einzusetzen. Da muss man sich überlegen, wenn ein System, das schwer verstehbar ist und potenziell Menschen benachteiligen kann, zum Beispiel diskriminieren, welche ethischen und rechtlichen Leitplanken man einsetzt, um diese Risiken zu minimieren.